Ich glaube, es wird uns nur gelingen, die Ordensschulen in die nächsten Jahrhunderte und Jahrtausende zu führen, wenn wir selbst davon überzeugt sind, wir Laienmitarbeiter, dass das, was die Vorgänger sozusagen geleistet haben und dann Werten vermittelt haben, dass wir das weiterbringen wollen. Dann gibt es eine gute Zukunft. Und der Wunsch danach ist ja da, weil jeder Mensch wünscht sich ja, in geordneten Verhältnissen mit den anderen gut auszukommen, in einer lieben Familie zu leben und so weiter.